Test. Alles klar. Uff, Test. So kann ich am leichtesten gucken, ob die Tonspur sich bewegt oder nicht. Ich finde das so geil. Test. Ja. Also mache ich jetzt wieder Moritz aus. Gut, wir werden soweit. Final darf begrüßen. Okay, warte. Moment, in 3, 2, 1. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Race. Und zwar sind an den Start einmal der Colt Astra und der Uncle Wolf. Jo, hi Leute! Okay, Wolf hat jetzt auch eine Begrüßung gesagt. Auf jeden Fall. Aber wo Ich bin der Final Level Gamer und ich soll heute den Schiedsrichter hier mimen. Und wir haben auch einige Gäste dabei. Einmal den Serax, Hallo. dann den Schmacki LP Hallöchen. und den Lifehorse alias T-Life. Hallo zusammen. Oh, ich bin so ein Arsch, ich bin so ein Arsch, ich wippe schon wieder die ganze Zeit auf meinem Stuhl hin und her. Weil ich dieses Intro so liebe. Was? Gut. Nein, guck dir das Intro nicht an. Ich mach Gut, immer weg. servus okay, Leute, auch hier geht es willkommen. wiederum darum, dass es ja derjenige, der das Spiel zuerst durchgespielt hat, der hat gewonnen und darf dem anderen eine Strafe aufgeben. Ja, also. Also, Wolf darf Hey, mir eine Strafe. nein, das will ich nicht sehen. Also. Rewind. Okay, hast du gemacht. Sollen Okay, ja. wir sagen, Ich welche gebe Strafe es den. geben wird, oder? Ja, das könnt ihr ja Weil gleich. die Strafe von Cold Aster kenne ich noch gar nicht. Also ich gebe ihm auf jeden Fall Amnesia, The Dark Descent. Aus mehreren Gründen. Erstens, ich will es sehen. Zweitens, ich brauche ein bisschen Mut, um mich selbst wieder dran zu setzen. Und drittens, kann Cody Horrorspiele genauso wenig verkraften wie ich. Und das wäre wahrscheinlich ziemlich lustig. Okay. Und was würde Colt Astra dem Wolf geben? Ja, da bin ich mir noch gar nicht so ganz sicher. Also ich wollte ihm eigentlich, wollte ich ihm ja Bubsy 3D geben, aber hat der so gequengelt, der Junge, da hat der so viel gejammert, das wäre der Wahnsinn. Deswegen, ich habe keine Zeit, aber ja, ich werde mal schauen. Also ich gehe davon aus, dass ich einfach hier verlieren werde. Ne? Deswegen, ich habe so ein paar Dinge in petto, aber Okay, hoffentlich was gut. Normales. Ja, dann würde ich mal sagen, werde ich jetzt mal, ja, ihr seid jetzt bei dem Wir machen am Startbildschirm, okay. Startbildschirm, ne? Okay, gut, ja. Also, 3, 2, 1, go. Okay, los geht's. Das Spiel ist übrigens komplett blind für mich, ne? Also ich weiß, Ja. ich muss direkt hier rein, oder? Außer das, was Final uns da Genau. gezeigt hat. Genau, Fein hat uns nämlich einen Trick gezeigt, und zwar ist hier so ein geheimer Raum, und den brauche ich. Weil ich brauche auf jeden Fall die Leben. Money for me. Dann ist hier noch so eine Karte. Genau. Was bringt eigentlich diese Noten hier? Also diese Dollarzeichen? Ich meine, wenn man davon 25 gesammelt hat, bekommt man Energie wieder Oh, aufgefrischt. das Teil. Und wenn man 50 Oh, hat, dann bekommt hoch, 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 man ein hoch. Leben dazu. Ah, okay. Also dann auf jeden Fall, durch welche Tür Ach ich jetzt so. komme. Ich bin jetzt schon orientiert. Ich weiß jetzt schon nicht Wart. mehr, wo ich bin. Haben wir jetzt gesagt, Oha. mit oder ohne dem? Mit Leben. Okay. Jetzt auf jeden Fall. Ich Was ist das? Ich hab Pömpel. Ach nee, das ist ein Degen. fühle mich gerade ein Da ist bisschen, fühle mich gerade ein bisschen unfair. Pömpel. Cody hat jetzt einen langen Degen bekommen. Ja, endlich mal. Nach all den Jahren. Ist mal einer Das fängt ja schon gut an. Jetzt ist er der Jetzt sieht das Wichsen nicht mehr so aus, wenn ich Pickel ausdrücken würde. Jetzt habe ich ein Hütchen. Guck mal, ui, jetzt kann ich fliegen. Wie geil ist das denn? Okay, Jetzt bist du Stecher mit Hütchen. Genau. Der Stecher mit dem Becher. Wo ist denn der Raum mit den ganzen Hütchen? Der Stecher mit dem Lol. Wo sind meine Hütchen? Wie heißt dieser Charakter eigentlich nochmal? Lester, ne? Oder Lester? Junge, du bist hässlich wie die Nacht. Ich Guck nicht weiß. so doof. Sag das da. Achso, du musst. Ja, der guckt nur geil, wenn man nach oben drückt. Okay, Ja. Final ist der Experte, der kann uns mal ein bisschen über die Addams Family erzählen. Wo ist dieser Raum mit diesem ganzen Leben? Ich finde den gerade nicht. Kurz Koldi zu helfen. Du warst ja eben, also du musst ganz oben, du musst mal zurückgehen und dann ganz oben hin, ganz oben in diese Tür. Geil. Ich glaube, ich habe ihn Und jetzt schon so genau, zurückgegangen. da ganz oben. Und da musst du dann hochfliegen. Also du musst das Hütchen nochmal holen, Ach, das gibt's falls aber es da nochmal. ist. Ich hoffe, das ist noch da. Und dann musst du da ganz schnell hin, weil das Hütchen, das löst sich auf.
wenn du zu langsam bist. Okay. Was? Was hat der für eine komische Hitbox, dieser Vogel? Ganz schnell. Ja, genau. Hitbox. Wenn er ganz schnell nach oben, genau. Nein! Nein! Du bist ja auch noch in diesem geheimen Raum hier, oder bist du schon... Ich bin schon zweimal tot. Was? Also der Wolf durfte auch mal ein bisschen sterben in der Zeit. Jetzt fliegt er! Warum fliegst du denn nicht? Warum fliegt er nicht? Muss immer, also häufig drücken, also häufig auf den Sprungknopf drücken. Ah, okay. Also so, als würdest du aufs Klo gehen. Genau, genau. Häufig drücken, genau. Einmal pressen. Die Presswurst. Nein! Du dreckiges... Was? Ich bin... Jetzt aber. Die Aufnahme läuft nicht mal 6 Minuten und ich schieb jetzt schon tierischen Hass gegen diesen... Ja, du... Wie gesagt, der ist nicht Zwang, also der gibt dir nur ein weiteres Herz dazu. Ja, das will ich ja haben. Ich will ihn ausnehmen, wie eine Weihnachtsgans, die er ist. Ach, er ist da! Er ist schon beim Vogel! Boah, wie komm ich denn da nochmal hin? Was ist die Tür? Ah! Ist schon mal ein Vogel? Mal gucken. Ja, Junge! Genau. Alter! Ja, worum geht es eigentlich in dem Spiel? Die Familienmitglieder von Gomez, so heißt der Held. Die Buchanimation, geil. Der Gomez frisst Pommes. Und ihr müsst eben die Familienmitglieder retten. Ja, jetzt. Und ihr könnt euch aussuchen, wo ihr zuerst hin wollt. Es gibt unterschiedliche Bereiche im Haus und da könnt ihr, habt ihr die freie Wahl, wo ihr zuerst hin wollt. Ob ihr erst Granny befreien wollt, das Großvater der Familie. Wie kann ich den treffen, ohne sich selber? Was? Oder ob ihr Wednesday zuerst befreien wollt oder. Feiner, du kannst ja ein bisschen was generell über die Addams Family erzählen, weil ich glaube wohl nicht, dass es irgendjemanden auf der Welt gibt, der die Addams Family nicht kennt, aber so genau habe ich sie jetzt nicht im Kopf. Deswegen, ich nehme an, du hast sie oft genug geguckt. Also die von damals. Ja, geht so. Also so häufig habe ich sie nicht geguckt, aber ja, die Addams Family, das ist so eine seltsame Familie, die so ein bisschen sadistisch und auch sarkastisch ist. Also die mögen gerne so gruselige Sachen. Und die probieren gerne was mit Spinnen aus, mit Geistern und es ist also so eine Art Sadistenfamilie. Ah, Gruftis. Genau, das könnte man also auch sagen. Also ich fühle mich bei denen immer sehr wohl, weil die enden schon meine Familie. Warum werde ich immer getroffen, wenn ich dem auf den Kopf hau? Warum? Was soll das? Was ist das? Also ich bin schon weiter. Ja, Kakanickel. Was? Da hat er dich gepferzt. Ja. Junge. Ist fast wie Mr. Matzkoldi. Ich hab jetzt schon verloren, das ist wohl der Wahnsinn. Ich komm hier bei diesem Kackvogel da. Das ist Küken, Mann. Ich komm in den Küken nicht. Go, Coldy. Go, Coldy. Ich dachte, ihr seid auf meiner Seite. Oh, ich hab keine Bälle Warum mehr. Warum werde ich das? Das ist nicht nett. Guck mal, ja, wenn Papa. Wenn du einmal getroffen bist, dann verlierst du die Sekundärwaffe. Ja, Papa hat keine Bälle mehr. Stimmt, ja, die wurden ihm abgerissen. Der Typ ist ja Papa von... Ja. Wie hieß denn der? Pass auf seine Eier auf bei dem Vogel. Ich weiß, der Familienvater. Ja, aber wie heißen die denn alle? Paxley und... Ja, Paxley ist der Sohn. Wednesday die Tochter. Granny ist die Großmutter. Ich weiß jetzt nicht, wessen Mutter das ist. Ich glaube, von Gomez, glaube ich, sogar die Mutter. Ich bin so blöd. Und Fester ist sein Bruder, Onkel Fester. Und dann gibt es noch Morticia. Glückwunsch. Und die kann man am Anfang nicht befreien. Die wird erst am Ende befreit. Morticia ist die gut im Tisch. Ehefrau, oder? Ja, das ist die Ehefrau, genau. Und dann gibt es noch einen Butler namens Lurch. Oh. Das ist so ein Frankensteins Monster-Verschnitt. Und dann gibt es noch das eiskalte Händchen. Hör mir bloß auf mit dem Butler, weil. Alter. Du hast ja das Bild gesehen, das ich gemacht habe fürs Thumbnail. Und diese Familie musste ich extra ausschneiden von einem anderen Bild. Und irgendwie konnte ich das Bild nicht bearbeiten, weil das hatte so einen, fick dich, hellen Hintergrund. Und der Butler, der war so grausam zum Ausschneiden. Das war richtig ekelhaft. Was dieses Race sehr interessant macht, ist, dass es unterschiedliche Wege gibt, dass man auswählen kann, wo man zuerst hin möchte. Also, Cult Astra ist jetzt ganz woanders, wo Wolf ist. Ey! Junge, hör ab da! What the fuck? Oh, die Zäpfchen da unten.
Ich raste gleich aus. Ich habe, glaube ich, schon 10 Leben oder so verloren. Oder noch mehr. Ich glaube, wenn du zum Ober gehst, dann kommen die Leben wieder. Wenn ich wohin gehe? Zäpfchen unter. Wenn du gegen Ober gehst. Genau, vom Wolf und die Zäpfchen unter Hose. Ich erinnere mich noch ganz gut. Als wäre es gestern gewesen. Übrigens, wir haben noch keine... Das ist auch so interessant, weil das ist für uns beide komplett blind, ne? Also ich weiß nichts von dem Spiel, nichts. Ich habe mal eine Show dazu gemacht, aber es ist jetzt auch schon wieder wie lang her? Ah, Cheater! Ah, keine Ahnung. Bestimmt mindestens ein Jahr, schätze ich. Wahrscheinlich. Hm? Aber weißt ja mein Gedächtnis im Sinne von, wie gut ich mir Spiele merken kann, nicht wahr? Ja. Gefärzt. Wow! Eine Frage, wie wollen wir eigentlich das mit den Videos machen? Also 20 Minuten oder? Ja, oder? Oh, weil mir ist das egal. Übrigens oder 2 Minuten Videos. Genau. Übrigens, die Rücksetzpunkte sind sehr großzügig gesetzt. Junge, da stellt er mir so eine fiese Falle, dieser Fatzke. Was zum... Moment. Sehe ich gerade richtig, ich starte... Oh, ein Bällchen. Oh, da kommt der Kettenblöde. Das wird ranzig, glaube ich. Nee. Hey, hast du noch geschafft? Ja, toll, jetzt kriege ich ein Sonderherz hier. Oh, das Spiel fängt an und es fängt schon an, mich zu verarschen. Kann ich jetzt hier auch... Ja. Oh, boah, du bist... Aber wenn du getroffen wärst, dann verlierst du auch den Degen. Oh. Dafür, wie so ein Gecko sein Schwanz wird. Genau. Die sind unfair, diese... ja, klar. Ja, genau. Was war das für ein Schreckschraub? Wow, bin ich blöd. Das ist sexy. Ich verliere gerade alles, was ich mir mühselig zusammengekratzt habe. Wie viel Leben habe ich überhaupt? Wo steht das? 19. Was? Du auch? Junge! Und ihr beide 19. Nee, doch, beide habt ihr 19, ja. Dann ist ja noch alles. Achso, da links. Ja Junge, du. Ja, und was macht das Geld hier? Wofür ist das gut? Dass ich Herzen bekomme irgendwann, oder? Final, und jetzt? Ja. Was soll ich jetzt machen? Da musst du irgendwo einen Schalter finden. Was? Lol. Ach, da ist er. Okay, gut. Also, gut. Lol. Ist das Geld? Ich glaube, bei 25 eingesammelten Banknoten bekommt man ein Herz aufgefrischt und bei 50 ein Leben dazu. Ich spiele gerade richtig kacke. Nur mal so. Kann auch sein, dass es 100 Lol. Leben Lol. Und so. Lol. WTF. Das war ein interessanter Tod. Ja. Ich wusste nicht mal, dass sowas auch möglich ist. Oh, okay. Was ist das für ein scheiß Rhythmus? Immer diese Kollegen. Immer gut schaffen kann. Bring doch! Da war die Zäpfchen zu geil da unten. Da wird jetzt zur selben Zeit beide gleichzeitig. Jetzt mal im Ernst, wie oft bin ich schon gestorben? Da waren die Dildos da unten zu geil. Mindestens 10 Mal auf jeden Fall. Das war die Zäpfchenunterhose Deluxe. Ich glaube. Das hat schön reingedreht. Oh. Ich glaube, keiner von euch hat Lust, einen Death Counter zu machen, oder? Gleichzeitig, das wäre schwer. Da müsste man ja irgendwie. Ja. Manchmal verpasst man bei dem einen Tod und manchmal bei dem anderen. Das wäre. Oder einer konzentriert sich auf einen, der andere auf den anderen. Aber ich habe jetzt schon nicht mitgezählt. Ich auch nicht. Also ich hatte, glaube ich, mal 27, das heißt, du müsst jetzt 9 Mal gestorben sein. Junge! Ey, du Kackbatzen! Ich meine auch, dass man 27 da hat nach dem Bonusraum. 27, ne? Ich meine auch. Kabuff! Okay, wenigstens habe ich die Sprungfedern verstanden. Lol. Junge! Was? Die sind so unfair, die sind so kackdreist. Da hat er definitiv gerade einen Tritt in seine Eier gekriegt. Nein. Da hat er Eier voll. Das erinnert mich an die Reihe von Donkey Kong Country. Muss ich jetzt machen? Nein! Ach, ja. Achso, ich bin. Oh, so ein überraschender Gegner kommt, ne? Ja, jetzt wird's geil. Ich hau gleich was kaputt, im Ernst. Hui! Moin. Moin, danke.
Das ist die Frage, ob der Schalter was macht, ne? Ach, das geht, okay. Okay. Ah, der spuckt ja kleine Teddybären! Und nein, der kostet Teddybären! Der spuckt kleine Pedobären aus. Ich will keine kleinen Teddybären töten. Übrigens, das Gute an diesem Spiel ist, dass es kein... Was ist das Gute an dem Spiel? Also, dass es keine Gründe gibt. Das war unbedingt. Da gibt es keine geheimen Fässer, die plötzlich auftauchen. Ihr habt Cody ja irgendwas gesagt von wegen, oh ja, Schalter. Ich nehme mal an, dass er woanders ist als ich. Ja. Ich bin schon weiter. Also. Oh, würdet ihr mir das dann auch sagen? Ja, klar, wenn du Nose da auch hängst, so wie Cody eben da hängt, dann... Was zum... What the fuck? Was ist eigentlich, wenn ich jetzt Game Over gehe? Muss ich dann diesen Raum hier komplett nochmal neu machen? Da musst du das alles nochmal neu machen, genau. Yes. Ich glaube aber, die Herzanzahl bleibt. Die wird dann nicht weggehen, aber ich glaube, die Leben erscheinen auch wieder in diesem Geheimraum da. Also muss ich erst den Geheimraum. Genau. Spiel ist ja sozialer, als ich dachte. Ich dachte, man ist komplett Game Over. Alter! Nee, das nicht. Oh, das wäre mies bei dem Spiel. Das Spiel ist ja schon sehr mies. Ich hau gleich was kaputt, im Ernst. Aber Final Den gerade volle Kanüle in den Arsch rein, genau. So. Vor allem, ich kenne aber solche Spiele. Ja, ich auch. Die auf dieser Schwierigkeit sind und dann einen so schön rannehmen in den After und so. Ja, ich kenne auch so einige Spiele solcher Art, ja. Oh, ich habe schon gewusst, dass ich blöd springe. Final, kennst du das Spiel James Pond? Ich glaube nicht, ne. Es ist so, es gibt es für Super Nintendo, es gibt es für Advance. Mhm. Und auch für DS. Und ich habe das für DS gehabt. Und ganz ehrlich, ich bin nie über den zweiten Boss, beziehungsweise damals nicht. Nein! Wow. Oh, ist das gemein! Weil das ist halt echt. Das ist auch so ein Jump'n'Run, wie jetzt so ähnlich wie die Addams Family, nur dass du halt dich strecken kannst und. Und besondere Fähigkeiten hast, auch ein bisschen so Sonic, Mario, alles mögliche, so. Mhm. Bisschen so Sachen. Du kannst auf den Gegner draufspringen, das ist dein Hauptangriff. Mhm. Aber also du kannst dich auch... Mario-like, ne? Ja, Junge! Du kannst aber auch dabei runterdrücken und dann, Du Dreckiger! Naja, eigentlich ist es... Ja, dann machst du doppelten Schaden mit der Arschbombe. Ah, okay. Du kannst auch so rutschen damit. Aber du bist halt unheimlich schnell. Mhm. Vergleichbar mit Sonic. Ey, der zerfetzt mich. Und du kannst dich nach oben unendlich strecken. Ah, das klingt interessant. Und der Vorteil ist, wenn du dich streckst, bekommst du keinen Schaden. Sondern du ziehst dich halt zum Anfang wieder zurück, also in die Normalform. Nur das dauert halt teilweise echt lange, bis du so weit hochgestreckt bist. Nebenbei, ich habe übrigens fast alles verloren, was ich mir mühselig zusammengepopelt habe. Wollte ich nur mal anschauen. Also von der Steuerung her ist es. Nicht nur du, Wolf. Ich habe noch 6 Leben. Vergleichbar, als würdest du ständig Eisphysics haben. Ah, okay. Also es ist halt teils bei manchen Levels halt schon echt hardcore. Warum mache ich das jedes Mal? Ich mache es jedes Mal, ich kacke! Und die endgültige Game Over ist bestimmt, ne? Und die Gegner sind in James Pond. doppelt so schnell wie diese komischen grünen Viecher gerade bei Cody. Mhm. Wie soll. Okay, gut. Also, so ist es vergleichbar. Kannst ja mal so ein Let's Show dazu machen. Mhm. Ich rast gleich aus. Das klingt auf jeden Fall interessant. Nur mal so. Kann ich dir die ROM schicken? Nur mal so angemerkt, ich rast gleich aus. Ja, bitte. Ja, bitte. Bitte, sagt er. Ja, ich bin ja höflicher Mensch. Final, möchtest du Super Nintendo oder Advance? Ich würde dann eher die Super Nintendo wählen. Na, du Spast. Vom Dach. Och, Mann, ich bin Karlsson. Aber trotzdem gut weit gekommen eben gerade. Wollen wir jetzt einen kurzen Schnitt machen, oder... Ja, können wir jetzt. Ich bin auf Pause. Ja, ich auch. Alles klar! Das war... Oh.
die Addams Family. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch. Jo, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.